Hallo und herzlich willkommen zu Stefan ist anders. Heute essen wir Schokobananen. Und zwar habe ich diese Challenge entdeckt bei Kanal Phänomenal. Er hat dort 40 Stück in 8 Minuten gegessen. Mein Plan ist also hier definitiv die 40 zu knacken, unter 8 Minuten natürlich. Plan B ist den Türschlepper. Ich habe hier 100 Bananen liegen. Ob mir das gelingt, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, weil das ist echt mächtig. Es riecht extrem nach Banane. Es ist zwar ultra lecker, aber 100 ist eine echt heftige Nummer. Und gerade in nur 10 Minuten. Das bedeutet nämlich, mache ich den Tisch leer, dann habe ich 6 Sekunden pro Banane gebraucht. Wie gesagt, Plan A ist erstmal die 40 knacken und alles andere werden wir dann sehen. Zu trinken gibt es ganz normal Fencheltee, lauwarm, und falls das nicht reichen sollte, habe ich mir hier auch schon was abgefüllt. So, wie ihr hier seht, haben wir 8x12 und hier einmal 4 einzelne. Dann ist auch schon alles gesagt. Achso, für den Notfall habe ich mir auch schon Cola hier hingestellt, gegen Aufstoßen und so. Das ist eine 40 knacke ich definitiv, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber alles andere, 65, 70. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, bevor ihr euch das anschaut. Wie viel meint ihr? Schaffe ich alle? Legen wir los. 3, 2, 1, boom. Die Zeit für die 41 nicht vor Augen, weil ich hier spiegelverkehrt sehe, aber definitiv unter 8 Minuten. Ansonsten 74 Stück in 10 Minuten. Dieser Bananenflavor war schon heftig. Also mir ist nicht schlecht, aber ich hätte jetzt schon Bock auf was Herzhaftes. Dringend, das werde ich mir auch dann noch gönnen. Jetzt habe ich knapp 1,5 Liter noch dazu getrunken. Also ich kann ihn schon verstehen, warum er da bei 40 abgebrochen hat, weil das ist wirklich hardcore. Also ich werde das nicht nochmal machen, kann ich mir nicht vorstellen, aber das habe ich beim Eis auch gesagt. Also gerade jetzt kann ich keine Bananen mehr sehen. Mir reicht's. Gut, seine 40 haben wir locker geknackt. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran. Liken, abonnieren, gegebenenfalls teilen. Und ansonsten ist die Sache hier schon erledigt. Das ist das Schöne an diesen Speed-Challenges. Nicht viel Blabla. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns zur nächsten Folge bei Stefan ist anders. Ich bin raus. Bye, bye.